Lautes Geknatter war am vergangenen Samstag wieder rund um den Parbitzer See zu hören. Immer am 2. Oktoberwochenende treffen sich hier zahlreiche Zweiradfans. Denn dann lädt nämlich der Verein für historische Technik Lauter mit dem MAW um den See zu sausen. Mehr als 200 haben sich diesmal aufs Zweirad geschwungen und waren pünktlich um 10 Uhr bereit für den Start. Mal ist dieses Treffen der Pedalfahrzeuge am Bartuzer See. Fahrende Fahrzeuge 214 gemeldete, also die ihre Nummern haben. Der Rest, was drüber ist, steht dann noch hier rum. Strecken führten die Zweiräder und ihre Fahrer auf die Radwege rund um die Seen. Möglich macht das eine besondere Ausnahmegenehmigung, welche dieses besondere Ereignis nach der offiziellen Fahrradsaison zulässt. Für die Beteiligten sind die Seerundfahrten mittlerweile eine Tradition und sorgen für ordentlich Lust, Laune und immer wieder den Anreiz, die alten Maschinen aus den Werkstätten hervorzuholen. Das Wetter war in diesem Jahr nicht ganz so sonnig wie im Jahr davor. Bei Wolken und Temperaturen um 18 Grad blieb es aber trocken, was den Zweiradfans vollends ausreichte. Zur Strecke, ja. Es geht um die ganze, die größte Runde geht um alle Seen, die hier so sind. Und wer nicht die ganze Runde fahren will, kann dann über einen rostigen Nagel diese kurze Strecke fahren. Und dann ist es freie Fahren, jeder so lange wie er will, möchte, weil wir haben das über diese 3 Tage hier eigentlich gemietet von Brandenburg und Sachsen, weil das sind ja zwei Länder hier. Und können die fahren, bis sie wollen, müssen sich nur an die Richtlinie halten. Auch wenn wir das gemietet haben, gibt immer noch Radfahrer, Skater, Fußgänger, die Rücksicht nehmen. Allzu schnell sind die Fahrzeuge aber eh nicht unterwegs, man will ja schließlich die Landschaft genießen. Und dazu kommt, eines haben nämlich alle gemeinsam, sie alle haben Pedale. Ursprünglich geht das Konzept der Zweiräder nämlich auf motorisierte Fahrräder zurück, die mit einem kleinen Zweitaktmotor des Messgerät- und Armaturenwerks Karl Marx nachgerüstet wurden. Später mit moderneren Ausführungen wie dem SR1 und SR2 brachten diese Fahrzeuge zu DDR-Zeiten viele Menschen auf Arbeit. Ja, Bedingung ist Vorkrieg bis 100 Kubik und Pedale. Nach Krieg ist dann bis 50 Kubik und Pedale. Oder 90, da gab es dann auch mal kurzzeitig noch die, so ein paar kleinere Modelle. Aber es müssen Fahrzeuge sein, die ein Pedale haben. Also als Fahrrad. Pedale. Das ist die Bedingung. Keine feststehende Fußrasten, wie wir es so von Star, Schwalbe, Habicht und so was kennen oder von S50 oder auch im westlichen Teil dann so diese ganzen Zünder und was da so gab. Also Pedale ist das Pflicht, um hier fahren zu können. Zum mittlerweile 18. Mal fand das Zweiradtreffen am Partwitzer See statt. Für Verpflegung war durch das City Hotel gesorgt und neben Austausch und Geschichten von früher gab es auch eine kleine Ausstellung. Diesmal waren dabei Modelle des Halleiner Motorenwerks zu sehen. Darüber hinaus gab es natürlich auch einen kleinen Teilemarkt. Hier konnte man vielleicht noch das eine oder andere rare Ersatzteil für sein Moped finden, denn hergestellt werden die Originale schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Bei den Verhandlungen konnte so mancher dann auch schon mal in Gespräche über die vergangenen Jahre abschweifen. Der Verein für historische Technik Lauter freut sich natürlich über das hohe Interesse und die zahlreichen Teilnehmer, kämpft aber wie viele Vereine in der Lausitz mit dem Alter. So ein großes Projekt zu organisieren braucht Zeit und viele Helfer, doch der Nachwuchs hält sich stark zurück. Der Verein altert sehr und da würde ich mal ganz kurz sagen, da mal Jugend sammeln, haben wir jetzt hier unseren Martin, komm mal kurz her, unser jüngstes Mitglied. Martin, sieht man gar nicht. Guck mal rein ins Bild. Und die Christine,
Unsere zweite jüngst, das ist unser neuestes Mitglied, auch weiblich, auch mal zu sagen, damit man auch nicht nur Jungs und Männer suchen, wir nehmen auch Frauen, die technikbegeistert sind für sowas, um das mal später weiter fortführen zu können, diese ganze Aktion. Und dennoch will man weitermachen. Schon fürs kommende Jahr laufen die ersten Vorbereitungen und dann heißt es am 2. Oktoberwochenende wieder aufsitzen und losknattern.